Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr wieder auf meinem Channel gelandet seid. In diesem Video gibt es ein bisschen Produkttests. Aus folgendem Anlass, weil ich hier in Hamburg unter den Linden immer parke, ist wirklich die Thematik so, dass mein Auto ständig vollgesifft ist und nach relativ kurzer Zeit ich immer waschen muss. Also aktuell fahre ich alle 2, 3 Tage mein Auto waschen. Ich habe versucht, mal dem ein bisschen entgegenzuwirken und bei den Amazon Prime Days mal ein bisschen zugeschlagen. Ich habe mir unter anderem einige Produkte gekauft. Ich gucke mal hier auf dem Handy, um ein bisschen abzulesen. Und zwar einmal gab es den Sonax Flugrostentferner, dann eine billige Sonax Politur. Und von Nigrin habe ich mir Teer- und Baumharzentferner geholt. Gegen Ende noch die Glanzversiegelung Extreme von Sonax. Die Produkte habe ich alle verwendet und benutzt und ich werde so die Produkte erstmal ein bisschen zeigen und dann so über die Verwendbarkeit was sagen, wie ich das so alles empfunden habe und das Ergebnis zeigen. Vorweg, ich bin mit dem Ergebnis aktuell ziemlich zufrieden. Es ist aber dennoch, muss ich sagen, aktuell so, das sind ja alles so gesagte Baumarktprodukte und ich habe mich in Thema Lackaufbereitung und Versiegelung und sowas noch gar nicht großartig eingelesen. Bin relativ, würde ich mal sagen, noch auf dem Amateurstatus, so wie jeder, der irgendwie damit mal anfängt. Deswegen bin ich auch bei den Amateurprodukten gelandet. Jetzt geht's los, soweit. Meine Erfahrung war im Endeffekt so, dass ich mein Ziel erreicht habe und nämlich mein Ziel war so, aufgrund der ganzen Baumharz und Verschmutzungen durch die ganzen Bäume, die ich hier habe, war mein Ziel, dass ich meinen Lack so versiegelt habe, dass das Wasser abperlt und der Lack sich irgendwie am besten durch den Regen oder durch reines Wasser selbst reinigt. Aktuell ist das auch Stand der Dinge. Ich habe mein Auto perfekt aufbereitet, ich habe es abgestellt. 2 Stunden später war das ganze Auto wieder vollgesprenkelt und vollgesifft von den Linden, wie es halt so ist. Dann gab es abends einmal einen starken Schauer und es hat gewittert und am nächsten Morgen war mein Auto wieder sauber. Und das war ziemlich, ziemlich nice zu sehen. Und ich finde das ziemlich nice, das Ergebnis, denn einmal der BMW vom Nachbarn, der direkt neben mir steht, sieht so aus. Also ich bin nicht der Einzige, der Problematik hat und hier ist meiner. Ein paar Blätter drauf, ich habe die einmal schon mal angefasst. Und zwar diese ganzen Punkte, die Linden hier immer hinterlassen. Alles abgeperlt, alles sauber, nichts auf dem Lack drauf. Und dafür, dass das jetzt irgendwie nichts Großartiges war von der Versiegelung her, es war einmal recht aufwendig, das Ganze zu machen. Aber kann ich jedenfalls sagen, dass ich mit dem Ergebnis extrem zufrieden bin. Also hier wirklich, wenn ich immer rüberfasse, ist jetzt nichts irgendwie von irgendwie Linde und diesen ganzen gesprenkelten Punkten übrig und alles, sondern einfach alles perfekt sauber abgeperlt. Das ist jetzt schon ein paar Tage her. Ich war jetzt heute wieder draußen. Mein Auto ist immer noch vom Lack her, wenn man drüber fässt, ziemlich, ziemlich eben. Und die Versiegelung, die ich da drauf habe, hält seit einer guten Woche ohne ganz normal, also in ganz normalen Bedingungen mit Regen, aber ohne Waschen und sonstigem. Soweit kann ich sagen, ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Der Glanz war ganz nice, die Politur, ich habe alles mit Hand gemacht, also keine Maschinen benutzt und so, ist natürlich, lässt das Ergebnis dementsprechend zu wünschen übrig. Aber ich denke, für das, was ich so gemacht habe, muss ich sagen, bin ich recht zufrieden mit dem Ergebnis. Was kann ich sagen? Ich kann sagen, zu dem Nigrin Teer- und Baumharzentferner, der funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Wenn man die schwierigen Stellen einsprüht, sieht man langsam wie so ein bisschen so ein schwarzer Film. So eine schwarze Suppe, sage ich mal, runterläuft von den Teerflecken. Man muss aber trotzdem auf jeden Fall ordentlich nachpolieren und mit auch ein bisschen mit Druck. Ich weiß nicht, haben die mit viel Druck gearbeitet, auf jeden Fall muss man ziemlich viel arbeiten. Des Weiteren habe ich den Sonax Flugrostentferner benutzt, habe das ganze Auto damit eingepinselt, beziehungsweise eingesprüht. Ich habe eine ganze 750 ml Packung verballert, weil ich das noch nie gemacht hatte bei dem Auto und da war relativ viel Flugrost und Teer und Baumharzreste irgendwie drauf. Und ach so, vorweg muss ich sagen, wahrscheinlich, ich habe diese ganzen Produkte erst nach der Autowäsche benutzt. Also ich habe mein Auto einmal waschen lassen und dann erst die ganzen Produkte verwendet. Und dann habe ich erst den Sonax, habe es eingesprüht, immer so einen Teil, also einen Kotflügel, eine Tür oder 2 Türen und dann Motorhaube. Wichtig ist auf jeden Fall, das Produkt sollte man nicht bei Wärme oder einfach auf warmen Teilen oder in der Sonne benutzen, weil es tatsächlich relativ schnell festklebt, schmierig wird und man sieht ziemlich schnell auf dem Auto, wenn man es eingesprüht hat. Ich habe es einmal ein bisschen, sagen wir, übertrieben, ganz relativ großflächig gemacht. Man sieht das Mittel überall am Auto reagieren und kann das dann im Endeffekt schön nachwischen und nachpolieren. Da ich aber das ziemlich lange nicht gemacht hatte, war das wirklich so, dass ich diesen Vorgang 2, 3 Mal wiederholt habe. Wie gesagt, ich habe die ganzen 750 ml Flugrostentferner verballert
und die komplette Dose Negrin, Teer und Baumharzentferner. Das war echt eine Höllenarbeit. Ich glaube, ich habe 2 Stunden nichts anderes gemacht. Gefühlt jedenfalls. Ich habe auch nicht auf die Uhr geguckt. Nachdem das Ganze runter war, habe ich das Auto abgewaschen, abgespritzt und dann die relativ billige Sonax-Politur genommen. Einmal ein bisschen rüberpoliert per Hand, nicht großartig. Ich hatte auch gar nicht mehr so viel Kraft und so viel Lust, aber im Endeffekt, das habe ich dann dennoch durchgezogen. Mit dem Ergebnis, dass der Lack halt ein bisschen glänzender geworden ist, von der Oberflächenstruktur sehr smoothen Touch hatte. Was mir in dem Moment ganz gut gefallen hat, dann im Anschluss habe ich die Sonax-Glanzversiegelung benutzt. Die ist von der Anwendung, muss ich sagen, ziemlich einfach. Es ist einfach, man trägt das mit dem Schwamm auf und muss es eigentlich wieder mit dem Mikrofasertuch, was dem Set beiliegt, rauspolieren. Und das ist wirklich kein Rauspolieren, das ist eigentlich nur ein ganz sanftes Nachwischen. Und ja, dazu muss ich sagen, nach der Glanzversiegelung, ich muss sagen, der Uphill-Effekt ist ziemlich gut. Und des Weiteren, so mein Ziel, was ich hier hatte, dass ich mein Auto nicht mehr so häufig waschen muss, dass ich einfach nur durch reines Wasser mein Auto wieder sauber bekomme und der Schmutz im Prinzip auch durch den Regen weggespült und abgeperlt und weggespült wird. Das habe ich soweit erreicht, damit bin ich ziemlich zufrieden aktuell. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das Ganze hält. Auf der Verpackung steht drauf, 2 bis 3 Waschgänge soll das Ganze aushalten. Ich habe meine Produkte auch auf einer Facebook-Seite gepostet und auch von mehreren Leuten Feedback erhalten, dass es auf jeden Fall deutlich bessere Versiegelungen, Polituren gibt und so weiter. Deswegen, wie gesagt, ich bin erstmal amateurmäßig unterwegs. Aktuell bin ich zufrieden und kann es bedingt weiterempfehlen. Den Sonax Flugrostentferner würde ich nicht unbedingt weiterempfehlen. Er hat zwar seinen Job getan, aber er hat auch ziemlich viel Arbeit abverlangt. Da wurden mir schon bessere Sachen von Chemical Guys oder sowas empfohlen. Ich werde die Produkte einfach mal in der Description alle verlinken. Auch die, die mir jetzt empfohlen worden sind, die habe ich jetzt nicht im Kopf. Oder ich schaue einfach mal kurz nach. Genau, hier habe ich die Produkte kurz ausgesucht. Und zwar wurde mir empfohlen Dust Cracker von Liquid Elements oder Iron X von K-Pro. Und Euler X von Koch Chemie. Das waren die 3 Produkte, die mir genannt worden sind, die auf jeden Fall von der Versiegelung her und auch also gerade der Teerentferner, dieses Cracker, Dust Cracker, war auf jeden Fall das, was mir nahegelegt worden ist, dass man da ohne viel Nacharbeit und Nachdruck einfach einsprühen, wegwischen, ist auf jeden Fall, glaube ich, die einfache Variante. Deswegen würde ich sagen, aufgrund seiner Erzählung und seiner Rezension, die er mir hier bei Facebook geschrieben hat, würde ich auf jeden Fall dem eher trusten als jetzt den Sonax Flugrostentferner, weil das war echt ein Haufen Arbeit. Das gleiche gilt für Negrin. Er hat mir ebenfalls empfohlen, im Prinzip so der typische Amateur- und Anfängerfehler ist, dass man immer zu den Baumarktprodukten greift und die Standardsachen kauft, die nicht wirklich von ja, hoher Wirkung sind oder von hoher Qualität oder es gibt deutlich bessere Produkte von anderen Herstellern, die mehr erzielen. Deswegen denke ich auch für meine zukünftige Aufbereitung, wenn ich da was machen werde, oder nicht Sackversiegelung, sondern für meine Lackversiegelung, werde ich mich darum kümmern, dass ich mal irgendwie bessere Produkte benutze. Aber erstmal mache ich das, was ich habe, leer. Und ja, das war es soweit von meiner Seite. Ich weiß nicht, wie putzt ihr euer Autos, macht ihr Handwäsche, fahrt ihr auch in die Waschanlage, habt ihr Versiegelung, welche Versiegelung benutzt ihr? Ich weiß, da gibt es einen relativ guten Channel von 83 MeToo oder sowas. Schaut da auch mal rüber. Ich habe da mich noch nicht großartig informiert, aber wenn es um Autoaufbereitung und Pflege und Putzen und alles per Handwäsche geht, ist der, glaube ich, ziemlich weit da vorne. Ja, erzählt mal ein bisschen, wie eure Erfahrungen sind oder ob ihr irgendwie auch ein Faible zu einfachen Produkten habt, wie zum Beispiel den Standard-Baumarkt-Produkten, was einfach in der Handhabung ist oder irgendwie überall zugänglich, ohne sich großartig einzulesen in die ganzen Thematiken. Weil das ist im Prinzip der Ursprung, warum ich da gelandet bin. Ich hatte eine Idee. Standardmäßig kennen wir ja Sonax und Negrin und deswegen habe ich bei den Produkten nach dem geschaut, was ich irgendwie suche. Also das Ergebnis ist zufriedenstellend für mich aktuell, aber ich glaube, wenn man richtig in die Thematik einsteigt, ist das alles Schrott. Und man würde auf jeden Fall mit anderen Produkten deutlich bessere Ergebnisse hinziehen, wahrscheinlich sogar mit dem gleichen oder mit weniger Aufwand. Jo, das war es soweit von meiner Seite. Ich hoffe, euch gefällt das. Ich zeige mal gleich im Anschluss ein paar Videos. Vielleicht zeige ich das schon im Video und nochmal am Ende oder beides auf jeden Fall. Schön, dass ihr reingeschaltet habt. Hinterlasst einen Kommentar und wenn ihr mögt, auch einen Daumen oder ein Abo. Und ansonsten gerne eure Erfahrungen teilen, was ihr so gemacht habt. Also, ich wünsche euch eine gute Fahrt. Tschüss. Achso, Peace.